Hallo in diesem neuen Video. Wir sind auf dem Weg zum Yosemite National Park. Wir sind noch schon einiges weit weg von San Francisco. Die Landschaft hat sich auch mega verändert. Super trocken. Ein paar Staudämme hier und da, aber ansonsten echt nicht so viel los. Lustigerweise aber extrem viel Verkehr. Also wie viele Autos hier unterwegs sind, ist echt erschreckend. Die Straße ist eigentlich immer irgendwie ein bisschen voll. Ja, und es sind noch 58 Meilen bis zum Park. So, wir sind jetzt vor dem Eingang von dem Nationalpark. Und jetzt steht hier ein dickes Schild. No entry without reservation. Und das sind Regeln wegen Covid-19. Und wir haben natürlich keine Reservierung. Mal schauen, ob wir da reinkommen. Wir versuchen jetzt mal. Das ist ärgerlich. Aber muss man nicht. Yosemite hat nicht geklappt. Wir haben kein Ticket gekriegt, war sofort ausverkauft. Alternativplan ist jetzt weiter nach Norden in den Tahoe National Park. Es gibt ja zum Glück ganz schön viele hier in den Staaten. Da gibt es auch keine Corona-Regelungen. Da kann man einfach reinfahren, kauft sich eben diesen Pass da und dann geht's los. Ja, man musste nur für den Yosemite Park hier eine Reservierung haben, weil es halt sonst so überfüllt ist. Ist ja gut. Genau. Ja. Wir haben uns auch so Beef Jerky gekauft von so zwei Vollamerikanern. Die hatten da so einen Stand am Straßenrand, hatten auch die Knarre unterm Tresen da liegen. Also, aber sehr cool, war der perfekte Stand, wo wir das kaufen konnten, um es mal auszuprobieren. Ist auch echt lecker, das ist jetzt Alligator. Und das andere war richtig scharf. Das ist ein nicer Snack für unterwegs, aber schon teuer. Wir haben was super cooles gefunden. Einfach hier mitten nirgendwo ist dann auf einmal so ein riesiger See. Alles vollgeparkt mit Leuten und dann ist es so ein richtiger Alpinsee hier. Und wie man sich halt aus so einem typischen Adam Sandler Film vorstellt ungefähr. Einfach so ein geiler See und dann fahren sie dann mit ihren Booten lang. Dicker See. Was geht? So geil. So, wir sind angekommen an unserem ausgesuchten Schlafspot. Wir sind einfach so eine Feldstraße hier reingefahren und dann auf einmal waren keine Autos mehr da. Und jetzt haben wir ein bisschen unsere Ruhe. Man hört noch in der Ferne, hört man noch die ganzen Autos fahren, aber schon wieder voll Natur hier. Ich hänge jetzt auch mal meine Hängematte auf. Und ich hänge die, glaube ich, relativ weit oben auf, weil hier waren überall so Bärenwarnschilder. Also hier sind wohl Bären unterwegs. Und da in der Nacht überrascht zu werden, weil es an der Hängematte unten kratzt, ist, glaube ich, nicht so lustig. So, das ist jetzt natürlich noch nicht die ultimative bärensichere Höhe, sondern das ist eher so eine Futtertraufe-Höhe. Also ich wäre noch perfekt auf Kopfhöhe. Aber ich hänge das nachher noch höher, aber jetzt kann man sich hier schon echt entspannt reinhocken. Ja.
Hier ist es an den meisten Plätzen erlaubt, Feuer zu machen, trotz der großen Waldbrandgefahr. Außer es ist natürlich ausgeschrieben, dass man kein Feuer machen darf. Diese Plätze gibt es auch relativ häufig, vor allem an Raststätten und so, damit man da natürlich kein Feuer macht. Man kann hier ein Feuer machen. Es ist natürlich super trocken drumherum, aber wenn man ein paar Sachen beachtet, kann man hier ein Feuer machen. Zum Beispiel sollte man immer schauen, wo der Wind herkommt, damit der Wind nicht die Funken in eine Richtung bläst, in die zum Beispiel trockenes Zeug rumliegt, damit das nicht Funken fängt und Feuer sich entfacht. Es ist eigentlich relativ simpel. Wenn man einen Steinkreis um das Feuer legt, der relativ hoch ist und das Feuer, die Feuerschale so ein bisschen aushebt, damit das, quasi das Feuer da tief drin sitzt, dann sprühen die Funken auch schon nicht mehr so. Das mache ich jetzt auch mal. So, wenn man das Feuer jetzt noch klein hält, dann passiert auch nichts, dann ist es auch sicher. Wenn man da nicht komplett einen Unfug macht, kriegt man das hin. Ist auf jeden Fall ein cooler Ort hier für ein Lager und ein Lagerfeuer. Guten Morgen. Die Nacht war erschreckend kalt. Also hier um 5 Uhr, 6 Uhr morgens wurde es richtig zapfig. Wir wissen nicht, wie kalt es war, aber wir haben beide richtig gefroren. Ich wurde auch nicht vom Bären erwischt in der Nacht, also ganz entspannt. Und wir fahren jetzt schon gleich zum See, weil wir unglaublich dreckig sind von dem Staub hier, der am Boden liegt. Also unsere Füße sind richtige Drecksfüße. Deswegen fahren wir jetzt schnell mal zum See und waschen uns. Auf geht's. Wir sind jetzt im Bundesstaat Nevada. Hat sich auch schon einiges verändert draußen. Es ist ein bisschen mehr wüstig, weniger Bäume, ziemlich trocken wieder, also extrem trocken. Wir waren auch gerade tanken. Der Sprit ist auch super günstig, also umgerechnet 50 Cent pro Liter. Aber wir verbrauchen auch einiges. Wir haben einen großen Motor drin mit 190 PS. Es gibt dieses Auto auch nur mit diesem Motor. Das ist der kleinste Motor. Und viele von den Amerikanern hier fahren halt auch einfach so riesige Autos, so riesige Pickups mit Doppelbereifung hinten. Und wenn der Sprit so günstig ist, ist auch der Motor egal. Also dann juckt die überhaupt nicht. Das ist so ein bisschen die Einstellung. Ja, so ein bisschen die Einstellung. Schade zu sehen, aber ja. Wir fahren weiter. Nach ein paar Kilometern verdunkelt sich die Landschaft. Eine dicke graue Wolkenschicht legt sich über die Umgebung. Um die nächste Ecke sehen wir, was der Auslöser ist. Ein riesiger Waldbrand in der Entfernung. Auch dieses Jahr hat Kalifornien wieder mit derartigen Waldbränden zu kämpfen. Die dauerhafte Trockenheit macht das umliegende Land gefährlich anfällig für Feuer. Der Auslöser ist hierbei nicht immer nur der Mensch, sondern auch Blitze können die Wälder entfachen. Wir haben uns die ganze Zeit schon gewundert, was hier in der Luft ist. Es sah aus wie Smog, aber irgendwie Smog kann es nicht sein, weil hier ist eine Straße und ein riesiges Valley eigentlich nur. Und jetzt hat die Sonne sich ja gerade so rot verfärbt bei einer Wolke und jetzt haben wir die Ursache gesehen.
Hier ist ein riesiger Waldbrand. Wir haben die ganze Zeit auch schon die Warnungen gesehen. Es ist anscheinend gerade sehr hohe Gefahr, weil es sautrocken ist. Und da fliegen die Helis und versuchen es zu löschen. Also es ist riesig. Es ist ein riesiger Brand. Und die Sonne ist schon wieder komplett rot. Krass. Haben wir, glaube ich, einen guten Platz für die Nacht gefunden, wenn wir hier bleiben dürfen. Es war, glaube ich, kein privater Weg. Also es war auf jeden Fall kein Schild da. Oh, Ende. Oh, nee, vielleicht doch nicht. Was? Geiler Weg. Oh. Vorsicht, wir drehen durch. Nein, wir stecken fest. Nein. Ich würde sagen, wir haben unseren Platz für die Nacht gefunden. Aber hier kommen wir nämlich nicht weg. Ah Mann, wie kommen wir denn hier wieder raus? Ja, da muss uns der von der Ranch da vorne muss uns der rausziehen morgen. Ja, safe. Das feiert er überhaupt nicht, sage ich. Alter, wie low ist das denn? So, versuchen wir es mal. Bereit? Ja. Nee, vergiss es. Alter, hätte ich ja nicht gedacht, dass wir da einfach nicht einfach drüber rollen. Nee, geht null. Aber weißt du warum? Weil das Automatikgetriebe jetzt, also man muss halt dann den ersten Gang manuell schalten und sobald die Reifen durchdrehen, hat er keinen Bock mehr. Und die drehen sofort durch. Drum, ich konnte hier nicht mit Schwung drüber fahren. Wir wären eigentlich mit Schwung drüber gekommen, glaube ich. Aber der hat dann quasi hier einfach keinen Schub mehr gegeben. Ja, jetzt. Hängen wir da. Ja, aber die Nacht ist schon ganz gut. Morgen. Wir wurden gerade geweckt von einem Pickup, der hier langfahren wollte. Hat uns auch schon eine Kette gegeben und vielleicht kann er uns rausziehen. Ist doch ein guter Start in den Tag. Wo soll man das denn festmachen? I'm gonna get a. I'll get a little run at it, so you kind of give you a bump to pop it out. But you want to get it in reverse at least or neutral. Verdammt. Junge. Also das war jetzt wirklich überhaupt kein Problem. Wir haben es einfach rausgezogen. Guten Morgen. So, wir sind raus aus dem Schlamassel und es geht auch gleich los. Wir fahren gleich weiter. Ja. Aber das seht ihr erst im nächsten Video, denn dieses Video endet jetzt hier. Und wir fahren jetzt weiter zum Crater Lake. Das ist so ein kleiner See. Der ist, nee, der ist groß. Der groß, aber das ist halt ein Vulkan gewesen mal. Und in der Mitte ist eine Insel. Heißt, es geht jetzt auch raus aus Kalifornien, ja. Nach Oregon. Wird es ein bisschen kälter. Es kann hier sogar schon nachts unter 0 Grad werden. Ja, man kann hier überall Skifahren schon. Ja, ja. Im Winter. Also es ist hier doch ziemlich kalt, ziemlich frisch. Aber das seht ihr dann im nächsten Video. Also wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt und weiter am Ball bleiben wollt, könnt ihr hier unseren Kanal abonnieren. Oder hier findet ihr ein zufällig ausgewähltes Video für euch. Viert's euch, bis zum nächsten Mal. Ciao.